seen Chief press himself like this since we were in boot camp. He's fine, Fred. And this many missions non-stop isn't fine. Sierra 117 to infinity. Blue team has located Argent Moon. Signs of hostile activity, but she's still here. Copy that, 117. Eliminate all hostiles. Secure Argent Moon. You may deploy when ready. Affirmative, Infinity. 117 out. Here you go. Thanks, Kelly. Everyone ready? Affirmative. You good? Blue team, fall out. The envoy are resisting. Throw the envoy out the airlock. Dieses Intro, welches das Blue Team zeigt, wurde von Xbox am 23.09.2015 veröffentlicht. Diese Cinematic sieht natürlich nicht nur gut aus, sondern verrät auch die ein oder andere Feinheit, die wir nun gemeinsam analysieren werden. Gleich zu Anfang ist der Master Chief im Cockpit eines Pelicans zu sehen, wie er die Rückseite seines Helms betrachtet. Das erinnert nicht nur ein wenig an die Endcutscene von Halo 1 im Rückwärtsgang, in der er seinen Helm abnimmt, sondern es wird auch gezeigt, dass der Master Chief noch immer den Verlust von Cortana nicht überwunden hat. So bringt er es nicht übers Herz, die Stelle, in welcher normalerweise der Datenchip, auf dem Cortana gespeichert war, eingeführt wird, zu berühren. Im Hinterteil des Pelicans, in dem sich der Rest des Blue Teams, bestehend aus Frederick 104, Kelly 087 und Linda 058 befindet, sorgt sich Fred über den seelischen Zustand des Chiefs. I haven't seen Chief press himself like this since we were in boot camp. He's fine, Fred. And this many missions non-stop isn't fine. So merkt er an, dass der Chief sich seit seinen Zeiten im Bootcamp nicht mehr so unter Druck gesetzt hat und erwidert auf Kellys Versuch, ihn zu beruhigen, dass jemand, der so viele Missionen in so kurzer Zeit auf sich nimmt, nicht seelisch in Ordnung sein kann. Dieser Umstand lässt mehrere Spekulationen zu, von denen ich drei am plausibelsten halte. Erstens, der Chief versucht durch seine Arbeitswut seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen und mit Osiris mitzuhalten. So äußerte Oni Bedenken bezüglich der Spartan 2s und ihrer psychischen Belastbarkeit und könnte versuchen, nun da die Spartan 4s als Ersatz bereitstehen, die vorhergegangenen Generationen langsam in den Ruhezustand zu versetzen. Was hat John zu tun mit diesem? You want to replace him. Zweitens, der Chief versucht sich durch die Mission von seinem Verlust abzulenken. Und drittens, der Chief hegt einen persönlichen Hass gegen den Rest der Allianz und ihren Blutsväterverbündeten, der aus Cortanas Verlust hervorging und versucht sie möglichst schnell von der bekannten Galaxie zu fegen. Sierra 117 to infinity. Blue team has located Argent Moon. Signs of hostile activity, but she's still here. Copy that, 117. Eliminate all hostiles. Secure Argent Moon. You may deploy when ready. Kurz darauf erreichen sie die Argent Moon, über die, abgesehen von ihrem Namen und der Zugehörigkeit zu Oni, nicht viel weiteres bekannt ist. Diese ist der Allianz in die Hände gefallen und soll nun vom Blue Team geräumt werden. Was unter anderem direkt auffällt, ist, dass die Mission von der Infinity ausgeht.
So scheint das Blue Team erst im Verlauf des Spiels abtrünnig zu werden und nicht bereits von Anfang an. Blue Team, Fallout. The envoy are resisting. Throw the envoy out the airlock. Die Argent Moon erreichen sie via einem kurzen Flug durch den Weltraum und überraschen die dort anwesenden Eliten, die die Luftschleusen bewachen. Anzumerken sei hier der Kontrast zum Opening von Team Osiris, geführt von Spartan Locke. In diesem kam deutlich mehr Action vor. Das könnte einerseits ein Versuch sein, den Kontrast zwischen Blue Team und Team Osiris darzustellen, könnte aber auch einfach daran liegen, dass das Video von Team Osiris deutlich länger ist oder dass sich in den Kommentaren viele über die übertriebene Action beschwert haben. Alles in allem ist die Cutscene sehr gelungen. Sie zeigt schöne Action, die an alte Momente mit dem Chief erinnern. Nun ist natürlich meine Frage, wie findet ihr die Cutscene? Schreibt mir doch eure Meinung und auch eure Meinung zu den Punkten, die ich hier erwähnt habe, in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ciao und tschüss, sagt der Quert.